keine Ahnung habe, wo die auch sind. Wo die sind. Ah nee, jetzt muss ich hier wieder Kohle reinmachen. Nein, ich habe nur noch ein Kohle. Alter, ich muss mich voll. Ich muss sparsam sein, ne? Weil ich will ungern auf eine Höhlentour gehen mit einem unfertigen Haus. Ich weiß zwar nicht warum, aber naja. Auf jeden Fall etwas weiterkommen möchte ich noch gerne. Komm schon, das schaffst du noch. Go Bacon! Ach, ich wünschte, ich hätte den Bacon-Mod. Es gibt, glaube ich, einen Bacon-Mod. Aber ich bin immer zu faul, diese ganzen Mods zu installieren, ne? Das hat mich ja schon beim Texture-Pack ganz schön angeschissen. So. Ja, schön Fleisch. Was wollte ich denn jetzt machen? Ah ja, wieder mein. Habe ich ja super hinbekommen. Alter, was ist denn hier los? Na, siehst du, geht doch. Ah. Und einen Baum pflanzen wollte ich auch noch gleich. Hier, Birke. Wachse. So. Nein! La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. Ich sing so schön. La 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 la. Naja, nicht wirklich. Ich baue auch total langsam, fällt mir gerade auf. Naja. Besser als wenn ich mich dann 100-mal verbaue und dieser Baum hier nervt. Alter, das ist auch wie so ein Mutantenbaum, ne? Schrecklich hier. Und ich muss den jetzt umsäbeln. Ich mag die eigentlich. Also zum Abbauen, also zum Absäbeln sind die sehr unangenehm. Aber eigentlich sehen die ja schön aus. Meistens. Deswegen mag ich das immer nicht so, wenn man die absäbeln muss. So, hier kann man jetzt, ja, was kann man denn hier jetzt, was wollte ich denn jetzt genau sagen? Hä? Irgendwie kann man hier jetzt das verbinden, glaube ich. Irgendwie sowas wollte ich, glaube ich, sagen. So mit, ach so, ja, mit der Decke und so. Alter, Mann. Ja. Ja, schöner Tag heute, ne? Sonne scheint, wie immer, Wolken. Ja, komm, ein bisschen bewölkt. Ja, extrem spannend hier gerade. Vielleicht weiß ich ja was zu zählen. Ach so, ja genau. Bei meinem ersten Mal Minecraft zocken, da war ich so der Noob, da hatte ich keine Ahnung von dem Game. Und da bin ich immer draußen nachts rumgelatscht, ohne irgendeine Waffe. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, da waren nie Monster, die haben mir nie was getan. Also sie haben mich schon irgendwie verfolgt und so, aber so wirklich getan haben die mir nichts. Und jetzt, wo ich aber weiß, dass es gefährlich ist, draußen nachts ohne Waffe rumzulatschen, jetzt auf einmal greifen die mich an, bringen mich um, töten mich, whatever, ey. So vor so Murphys Gesetz, Mann, ich mache mir kurz eine Schaufel. Das war voll krass, Mann. Alter, wo ist meine. Boah, ich wollte schon sagen, hier verschwinden die ganze Zeit Sachen. Ist ja kein Wunder, wenn ich die ganze Zeit auch die Werkbank wieder mitnehme. Stöckchen. Also da bin ich wirklich irgendwie wochenlang nachts ohne irgendwelchen Schutz rumgelatscht und mir ist nie was passiert. Und dann irgendwann habe ich so langsam gecheckt, so, das ist ja gefährlich. La 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 la. Was sind denn eigentlich eure Lieblingsspiele oder Lieblingsserien, so Spieleserien? Also ich habe ja. Wie lange war denn das jetzt? Ich glaube, warte mal, muss kurz rechnen. Also rechnen ist ja gar nicht mein Talent, ne? Ungefähr. Ach, jetzt habe ich es. Ungefähr 9 Jahre habe ich schon Pokémon gezockt. Und das hat sich dann immer so ein bisschen weiterentwickelt von
von Pokémon dann zu Zelda, von Zelda zu Skyrim, von Skyrim zu Minecraft, also wie ich von Skyrim zu Minecraft gekommen bin. Ich bin ja immer auf YouTube auch immer auf diese Minecraft-Videos gestoßen und ich habe mir auch dann immer gedacht, ja, tolles Spiel, das möchte ich auch, aber ich war dann immer irgendwie zu faul, mir das zu kaufen. Und deswegen bin ich erst irgendwie so richtig drauf gekommen, als eine Freundin mir das gezeigt hat, also als sie so in der Schule kam, so, hey, hast du auch Minecraft? Das musst du dir holen, das ist voll cool. Und dann kam halt dieses Minecraft-Fieber bei mir. Hallo? Ja. Wo ist die Sonne schon wieder? Da. Ja, da fing das halt an. Und was habe ich früher noch so gezockt? Ah ja, Okami und Okami Den. Diese Spiele, die finde ich sehr schön. Also storymäßig einfach nur top. Da finde ich ja bei Zelda, also bei Zelda ganz im Ernst, finde ich die Story einfach lahm. Ja, Prinzessin Zelda wird entführt und so und ja, musste halt das Triforce beschützen und so, aber ich finde die Story da einfach irgendwie ziemlich flach, meistens, nicht immer. Mein bestes Beispiel jetzt finde ich bei Twilight Princess, weil da finde ich die Story wirklich gut. Also da finde ich sie, also ja, bei Twilight Princess finde ich irgendwie, das hebt sich von allen anderen Zelda-Teilen ab. Also ich habe jetzt längst nicht alle Zelda-Teile gezockt. Aber trotzdem, bei allen anderen hatte ich immer so das Gefühl, ja komm, was war das? Ach, ich sollte mir vielleicht eine Decke mal zimmern. Das wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. So, Sicherheit und so. Also Sicherheit ist ja auch total unwichtig. Kann man eigentlich in einem Schweden ein Bett pennen? Wahrscheinlich schon, ne? Immer witzig zu wissen. Und dann, wenn man Was ist das immer für ein Geräusch, Mann? Hallo? Ich höre immer irgendein... so wie ein Geschrei. Kann auch daran liegen, dass ich zu viel Silent Hill geguckt habe. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich weiß, dass ich... Ich will auch... Mann, ich sperre mich hier auch immer ein. Ich habe so ein Talent dafür. Ach, egal. Ich mache jetzt die Decke hier mal auf Sicherheit, wollte ich gerade sagen. Weil, naja, man kennt das ja. Ich bin nicht scharf auf meinen Überfall. Warum? Ich meine, die Sonne, die ist noch... Naja, so hoch ist jetzt auch wieder nicht mehr am Himmel. Wie bin ich jetzt eigentlich auf Zelda gekommen? Ja, ich habe gefragt, was eure Lieblingsgames sind. Ich habe die Frage gar nicht für mich beantwortet. Also meine Lieblingsgames sind im Moment ganz klar Minecraft. Was ich auch sehr gerne zocke, ist halt Skyrim. Und ansonsten habe ich eigentlich im Moment gar keine Spiele, die ich so zocke. Ja, manchmal Okami, da gucke ich auch immer wieder rein. Aber ansonsten gibt es da gar nicht so viel. Und wie hoch möchte ich eigentlich Decke machen? 1, 2, 3, 4. Das ist ein bisschen höher. Noch eins oder zwei höchstens höher mache ich das. Und ja... Wir sind hier schon sicher, oder? Oh Mann. Der Ofen. Was war das jetzt wieder? Hallo? Wieso? Naja. Der schwebende Ofen. Alter, du willst mich doch verarschen. Ich höre hier immer irgendein Geräusch. Immer so... Keine Ahnung, so wie so eine Art Geschrei. So ganz leise, aber... Ein leises Geschrei. Ist klar. So, Holzschwert und Pen. Ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl... Boah, ich dachte schon. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir das eingebildet habe. Aber, Alter... Komm schon, geh raus! Alter, ich habe immer Angst, dass nach der Nacht so irgendwelche Viecher auf meinem Dach rumhängen. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Das ist... Ach so, ich habe auch noch gar kein... Nein, ich habe mich schon wieder eingeschlossen. Hey, ich bin so verpeilt manchmal... Wie spät ist es denn? Ach, keine Ahnung. Ich weiß schon wieder nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Weil die erste Hälfte vom dritten Part ist ja noch vorproduziert. Und ansonsten... Ja, ich glaube, das nächste Mal werde ich mir Themen vorbereiten. Über was kann man denn so... Ja, talken. Ach ja, mein Denglisch ist auch immer ganz furchtbar. Versuche ich mich immer ein bisschen zurückzunehmen, was mein Denglisch betrifft, aber das ist bei mir
ziemlich hoffnungslos, also. Naja. Es klingt auch dann immer total horrible. Warum baue ich hier eigentlich die Blätter ab? Die gehen ja von selber weg. La 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 la. La 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 la. So, ich hoffe, dass wir unser Haus bald einigermaßen komfortabel machen können, damit ich endlich in eine Höhle gehen kann, um Sachen zu holen. Boah, Framerate. Nein, meine Axt. Ja. Habe ich noch Stein? Nein, ich habe keinen Stein. Nein. Ach, ich könnte jetzt eigentlich auch welchen abbauen gehen, aber... Ach, komm ey. Scheiß drauf, Mann. Ich gehe jetzt Stein abbauen. Mit meiner ultra coolen Holzspitzhacke. Wieso? Seit wann ist hier ein Wald? Hallo, seit wann ist hier so... Hilfe! Mann, habe ich mich gerade erschrocken. Ach, da steht doch eins. Deswegen, meine Fresse, habe ich mich erschrocken. Ich gehe den nicht angreifen. Ich habe keine Rüstung und nur ein Holzschwert. Habe ich mich gerade verjagt. Mann, normalerweise bin ich ja nicht so schreckhaft, aber hier ist so draußen so schutzlos, wehrlos, aber es ist doch Tag. So dunkel ist es ja jetzt da auch nicht in dem Wald. Hallo? Warum ist denn der da? Ich verstehe das nicht. Das ist gemein. So, hier mache ich jetzt... Wow, sieht ja wunderschön aus, diese Mischung von Eichenholz und Birkenholz. Nein, ich habe ja keine Axt. Ja. Mache ich einfach mal eine Holzaxt. Ist jetzt auch egal. Oh, dauert das wieder lange. Mann, ich bin schon so verwöhnt mit Werkzeugen, das ist unglaublich. Also Holzwerkzeuge. Total stabil. Die Zukunft. Also wirklich. Damit kann dir... Also, da bist du total geschützt mit so einem Holzschwert. Ja. Ach, sieht das schön aus da hinten. Voll der Wald, so Schnee. Ah, mein Gott, da möchte ich mich sofort hinziehen. Und hier ist so Sumpf und dann Wald, so Schnee. Ach, ich liebe Schneelandschaften. Ich finde das so schön. Nein! Fail. Not again. Jetzt habe ich schon wieder Englisch geredet. Ey. Das gibt's ja gar nicht hier. Dun, 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 dun. Ich möchte hier mal die Decke machen, damit ich diese Wand da einreißen kann. Ja, das wollte ich jetzt so nicht machen, aber... Weil da kann ich nämlich... Also der Boden, den mache ich eh in die Tiefe und gehe nicht in die Höhe. Also das hat man jetzt kapiert, ne? Also ich meine, ich heb hier lieber noch einen Boden aus, als dass ich das Haus ultra hoch mache. Weil es soll ja auch nicht hier die Luxusvilla sein. So, ein paar Fackeln wären nett. Hier. Und da. Und da auch. Boah, ich fühle mich hier voll eingeengt mit zweier... Mit so einer Zweierhöhe hier. Furchtbar. Nein! Tja. So, endlich. Boah.